Die Geisterbahnfahrt ist beendet. Kommen wir zurück zu guter Sozialpolitik. Innovativ, nachhaltig, sozial. So lautet eine Überschrift im grün-schwarzen Koalitionsvertrag. Oder es heißt an anderer Stelle, das Land versteht sich als fairer und verlässlicher Partner der Kommunen. Bei vollen, ja man kann fast sagen, überquellenden Einnahmen ist von nachhaltiger Sozialpolitik in vielen Bereichen leider nichts zu merken. Den netten Worten folgen kaum Taten. Dazu ein paar Beispiele. Fangen wir an mit den Kürzungen bei den Krankenhäusern. Schon in der letzten Debatte zum Haushalt haben wir deutlich gemacht, dass wir die Konzentration bei den Krankenhäusern auf weniger Standorte für richtig erachten. Kleinere Krankenhäuser haben es ungleich schwerer, die Qualitätsstandards, die jetzt vom gemeinsamen Bundesausschuss erarbeitet werden, auch einzuhalten. Vor allem bei Notfällen, die am häufigsten vorkommen, wie zum Beispiel Schlaganfälle und Herzinfarkte, haben diese kleineren Häuser oftmals Schwierigkeiten. Herr Minister, Sie haben im letzten Jahr trotz anderer Versprechungen das eigentliche Landeskrankenhausbauprogramm um 57 Millionen Euro gekürzt, um damit die Kofinanzierung für den Strukturfonds sicherzustellen. Nach außen konnten Sie das gut kaschieren, weil die Mittel des Landes gegenüber dem von uns erreichten Höchststand in 2016 auf 455 Millionen Euro, dabei insgesamt noch um 6 Millionen Euro gestiegen sind. Jetzt schlagen Sie vor, ab 2019 das Förderniveau für die Krankenhäuser aus 2016 auch in der mittelfristigen Finanzplanung um jährlich 17 Millionen Euro, ich wiederhole, 17 Millionen Euro jährlich zu kürzen. Unsere Nachfrage im Finanzausschuss haben Sie damit beantwortet, dass Sie trotzdem alle absehbaren Investitionsvorhaben der kommenden Zeit bedienen können. Sehr geehrter Herr Minister, das glauben wir Ihnen leider nicht. Wie wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eigentlich erklären, dass Ihr kleines Krankenhaus geschlossen werden soll, aber das Größere in der Kreisstadt nicht in die Lage versetzt wird, zu erweitern, zu sanieren oder vielleicht gar neu zu bauen? Das ist nicht die im Koalitionsvertrag angekündigte Politik der Nachhaltigkeit. Auch benötigen die Kliniken deutlich mehr Mittel für die Digitalisierung. Wir brauchen dringend ein Sonderprogramm. Das fordern nicht nur wir, sondern sowohl die deutsche als auch baden-württembergische Krankenhausgesellschaft, Entschuldigung, und auch unser Landkreistag. Deshalb werden wir unseren Antrag trotz der Ablehnung im Finanzausschuss heute hier erneut einbringen. Dann können Sie auch Ihren Anspruch auf innovative Politik gerecht werden. Ein weiteres Ärgernis. Das umfassendste Sozialgesetz der letzten Jahrzehnte, das Bundesteilhabegesetz, kommt in die Umsetzung und wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Die Leistungen für Menschen, die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe haben, sollen aus dem bisherigen Fürsorgesystem herausgeführt und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden. Jetzt beginnt die Umsetzung in den Ländern und auch in den Kommunen. Im Entwurf für das Ausführungsgesetz stellen Sie fest, dass den Stadt- und Landkreisen durch dieses Gesetz in den Jahren 2018 und 2019 lediglich ein geringfügiger Mehraufwand entsteht. Sehr geehrter Herr Minister, die Stadt- und Landkreise sehen das aber komplett anders. Ich zitiere den Präsidenten des Landkreistages, den Tübinger Landrat Joachim Walter. Bis kurz vor Einbringung des Doppelhaushaltes 18-19 hat uns das Land auch stets zugesichert, die durch das neue Bundesteilhabegesetz ausgelösten Mehrkosten zu übernehmen. Ende Oktober hat das Land dann plötzlich von seinen Zusagen nichts mehr wissen wollen. Es beabsichtigt nunmehr, die Stadt- und Landkreise in den Jahren bis einschließlich 2019 auf Mehraufwendungen in Höhe von rund 150 Millionen Euro sitzen zu lassen. So ist es berechnet worden. Die Menschen mit Behinderungen haben lange auf dieses Gesetz gewartet. Sie wollen jetzt Taten sehen und keine Versprechen hören. Und vor allem wollen sie nicht erleben, dass die Umsetzung vor Ort mangels finanzieller Mittel ins Stocken gerät. Um beim Thema Menschen mit Behinderung zu bleiben, komme ich nun zu den Kürzungen in der Behindertenhilfe. Die Träger der Behindertenhilfe wollen die Nahausrichtung hin zu dezentralen und wohnortnahen Wohnangeboten entschlossen vorantreiben. Aber ausgerechnet bei dieser Gruppe kürzte Herr Minister Lucha schon im Haushalt 2017 1 Million Euro im Sozialetat.
Und jetzt, da Sie wissen, dass inzwischen ein großer Antragsstau aufgelaufen ist, wir haben gehört, ca. 30 Bauanträge konnten nicht positiv beschieden werden, halten Sie diese Kürzung trotz unseres Änderungsantrages im Finanzausschuss auch noch aufrecht. Die Stellungnahme der Liga findet dazu deutliche Worte, leider von Ihnen ungehört, Herr Minister. Seien Sie sicher, dass wir diese Entwicklung im Auge behalten werden, denn Behindertenhilfe ist ein guter Teil von guter Sozialpolitik. Nun komme ich zum Versagen bei den Schulen für Physiotherapie. Ich kann Ihnen die Erinnerung an dieses Thema leider nicht ersparen. Während sich die Bildungspolitiker der Koalition für die Änderung des Privatschulgesetzes feiern lassen wollten, wurde klar, dass Sie, Herr Minister Lucha, vor allem die Schulen für Physiotherapie komplett im Regen haben stehen lassen. Denn mit der beschlossenen Gesetzesänderung dürfen diese Ausbildungsstätten nicht mehr so viel Schulgeld wie früher nehmen. Sie erhalten trotz eines vorliegenden Gutachtens der Landesregierung nun eine völlig unzureichende Förderung vom Land. Unser Fazit: Sie fahren die Schulen gegen die Wand, Herr Minister, und deswegen bringen wir unseren Antrag heute hier erneut zur Abstimmung. Ich komme zum Bereich Integration. Zum Pakt für Integration und den Integrationsmanagern haben wir hier schon einiges ausgetauscht. Ich bleibe dabei. Auch die Kommunen wollen wissen, wie es dann über 2018 hinaus weitergeht. Es braucht Planungssicherheit. Die Verunsicherung ist sehr groß. Wir als SPD-Fraktion sehen Integration auch als Aufgabe des Landes mit eigenen Mitteln. Sie aber warten nur auf den Bund und zeigen sich hier wenig ambitioniert. Hinzu kommt, dass wir im Bereich Integration deutlich weiter wären, gäbe es eine Zusammenarbeit zwischen dem Integrationsministerium und dem Innenministerium. Denn die grün-schwarze Koalition hat nur eine sehr beschränkte gemeinsame Linie in den Fragen der Integration von Flüchtlingen. Keine inhaltliche Übereinstimmung gibt es unter anderem zwischen dem Integrationsminister und dem Innenminister, insbesondere bei der Frage 3+2-Regelung. Sehr geehrter Herr Minister Lucha, Sie haben am letzten Wochenende einen Leitantrag zur Integration von Flüchtlingen eingebracht und auf Ihrem Parteitag beschlossen. Zusätzlich haben Sie die 3+2-Regelung als einen Erfolg von der Sozialministerkonferenz verkündet. Und dazu auch Glückwunsch. Bevor Sie weitere Pressemitteilungen aber dazu veröffentlichen, bitte ich Sie herzlich darum, Ihren Kollegen Minister Strobel zunächst auch davon zu überzeugen. Denn der Herr Innenminister hatte nichts Eiligeres zu tun, als den CDU-Generalsekretär anzuweisen, inhaltlich schnell auf die Bremse zu treten. Auf der Facebook-Seite der CDU Baden-Württemberg findet sich daher folgender Text, ich zitiere: Unser Generalsekretär Manuel Hagel, MDL, widerspricht den Forderungen von Sozialminister Manfred Lucha. Das nenne ich eine echte, vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden Herren Minister. Ich sage an dieser Stelle aber auch ganz klar im Namen meiner Fraktion, wir stehen inhaltlich auf Ihrer Seite, Herr Minister. Ja, ist auch egal, was Sie wollen. Ihre Vorschläge decken sich größtenteils auch mit den unsrigen. Aber diese sind in dieser Landesregierung kaum umsetzbar. Sie, Herr Minister, stehen, glaube ich, relativ alleine da, denn Ihr Koalitionspartner zieht da nicht mit. Gute Integration in diesem Land darf nicht daran scheitern, dass Grüne und CDU sich einfach nicht auf eine Linie einigen können. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Mit den massiven Kürzungen bei den Krankenhäusern, dem Verstecken hinter noch nicht beschlossenen Bundesmitteln zur Integration, den Kürzungen bei den Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, dem Schröpfen der Kommunen bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und auch bei der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes und dem Desaster bei der Finanzierung der Schulen für Physiotherapie schaden Sie zum einen massiv den Kommunen und übertragen Ihre Kostenrisiken auf diese und zum anderen verweigern Sie dringend notwendige Zukunftsinvestitionen. Wir haben im Finanzausschuss einigen Bereichen des Haushalts zugestimmt, aber die eben von mir genannten Punkte sind uns so wichtig, dass wir deswegen dem Haushaltsentwurf nicht zustimmen werden. Vielen Dank.